Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, die Corona-Krise hat sehr viele Aspekte, die viele Bereiche unseres Lebens betreffen. Ich bin verbunden über Videokonferenz mit Eduard Prölz. Eduard, du bist der Kampagnendirektor für Citizen Go im deutschsprachigen Raum. Eure neue Kampagne, die jetzt online gegangen ist auf Citizen Go, ich schaue da gerade mal hinein. Die weltweite Förderung von Abtreibung zu Hause. Was steckt denn hier jetzt dahinter? Es ist halt sozusagen bei einer normalen, in Anführungszeichen, Abtreibung so, dass selbst wenn jetzt mit einer Abtreibungspille diese vorgenommen wird, dann erfolgt es normalerweise unter fachärztlicher, also gynäkologischer Begleitung und es dürfen maximal die zwei Folgepillen. Also das heißt, die Abtreibung wird in der Klinik oder im Ambulatorium eingeleitet und dann kann die restliche Sache zu Hause zu Ende geführt werden. Bei der Abtreibung zu Hause oder Home Abortion verlagert man das Ganze dahingehend, dass einfach sozusagen übers Internet die Frau, wo es nötig ist, also zum Beispiel in Deutschland, eine Beratung bekommen würde und dann den Beratungsschein übers Internet per E-Mail und dann im nächsten Schritt auch übers Internet geordert, dann per Post die Abtreibungsmedikamente bekäme und einfach das Ganze zu Hause durchführt. Das heißt, es würde da überhaupt kein Arzt und schon zweimal kein Gynäkologe mehr eingeschaltet sein und es würden auch keine medizinischen Untersuchungen stattfinden. Das heißt, es hätte auch ganz große Risiken für betroffene Frauen, jetzt mal unabhängig davon, dass das Kind auf jeden Fall sein Leben verliert. In eurer aktuellen Kampagne, die haben inzwischen über 110.000 Menschen unterschrieben, ist ein Aufruf an die G20-Präsidentschaft. Und was ist mit den wirklich Betroffenen, nämlich den Kindern? Das ist eine Sache, die ich seit Jahren eigentlich verfolge. Das eine ist jetzt mal die Menschenrechte nach der Charta der Vereinigten Nationen, wo einfach jedem Menschenrecht auf Leben als grundlegendstes aller Menschenrechte zugesprochen wird. Und dann haben wir ein aus einer linken Ideologie-Ecke kommendes anderes Menschenrechtsverständnis. Dort wird eben vor allem das Menschenrecht der Frau gesehen, die Befreiung der Frau und das heißt auch die Befreiung der Frau eben von den Bürden einer Schwangerschaft. Sprich, also als Menschenrecht gesehen, es wird das Menschenrecht des Kindes, des unschuldigen Kindes, des schutzlosen Kindes im Mutterleib völlig vom Tisch gewischt. Man sagt einfach, nee, dieser Mensch hat kein Menschenrecht, der ist ja noch nicht geboren. Und die Frau, um ihr Leben eben bequem zu machen und so weiter und das Ganze zu vereinfachen, um hier umfassende Menschenrechte einzuräumen, sie hat das Recht, jederzeit die Schwangerschaft zu beenden und eben dann ein Kind umzubringen oder umbringen zu lassen. Es läuft letztlich die ganze Bestrebung, Abtreibung zu fördern. Man muss ja auch dazu sehen, Abtreibung ist eine immense Industrie. Jede dieser 100.000 Abtreibungen ist mit Kosten von, ich weiß nicht, 400, 500 Dollar oder Euro verbunden. Das heißt, man kann sich also vorstellen, bei über 100.000 Abtreibungen am Tag, was da für Summen bewegt wird. Das sind Millionenbeträge und übers Jahr gesehen zig Milliarden. Das heißt, da ist eine ganze Industrie dahinter. Da gibt es Leute, die profitieren ganz immens, da wird immens Geld geschäffelt.